Herzlich willkommen zur neuen Folge Alan Wake 2 und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder weiter mit der Story. So, im letzten Part haben wir dann hier aufgehört. Wir sind jetzt im Kino hier und wir müssen jetzt erstmal den Tatort finden. Okay, dann warte, da hinten haben wir gleich ein Echo dann. Okay, Lobby, neue Szene. Warte mal, ich glaub, okay, da müssen wir, glaube ich, da nach oben. Schauen wir es mal hier an, das schaut aus wie ein Safe Room, oder? Okay. Medikit und Munition. So, dann speichern wir mal, würde ich sagen. Also, wir haben jetzt drei große sogar. Okay, das ist geil. Dann zwei mittlere noch. Okay, der Sonnenraum hier. Noch was Kleines zum Heilen. Ah, warte mal, ich Karte. So, hier ist nix. Okay, da wird es weitergehen, dann gehen wir erst später dann hin. So, gehen wir mal nach oben, wie sagen. Da haben wir noch irgendwie eine Tür. Ich hatte das Gefühl, schon mein ganzes Leben oder noch länger nach dem Kult des Wortes zu suchen. Der einzige Fall, an dem ich je arbeitete. Sie tauchten mit ihren verabscheuenswürdigen Gewalttaten aus der Dunkelheit auf und verschwanden wieder. Zurück blieben nur blutige Tatorte und Hinweise mit obskuren Bedeutungen, die ins Nichts führten. Nachdem ich beim Kino angekommen war, spürte ich, wie eine gewaltige, furchteinflößende Offenbarung vor mir bebte. Bereit, ihr Maul aufzureißen und mich zu verschlingen. Dieser Ort war für den Kult von Bedeutung. Dort konnte man etwas verwenden. Okay, da haben wir wieder ein neues Handlungselement. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen das mal rein. So, die Handlungstafel. Das war der Mord. Ich musste ihn irgendwie finden. Der erste Schritt zum Tatort. Ich machte Fortschritte. Okay, warte, wo geht's denn da überhaupt hin? Achso, okay. Sind die Toiletten? Also hier. Oh, hier ist übelst viel Zeug. Nehmen wir alles mit. So, was ist hier noch drin? Okay, alles mitnehmen. So, dann nach oben, würde ich sagen.
Ich übersah doch etwas. Okay, warte mal. Oder muss ich nochmal wechseln oder so? Achso, das geht ja gar nicht. Das ist das Einzige, was sie haben. Etwas an einer Szene zu ändern, ohne dort zu sein, war unmöglich. Okay, warte mal. Ah, hier, warte mal. Da ist was drin. Nochmal was zum Heilen. Ah, warte, da ist irgendwas markiert. So, Wort im Acht. Okay, heute maximal gesunde 35%, das wäre ziemlich geil. Stell 50% der maximal gesunde wieder her, wenn du ein neues Wort der Macht entdeckst. Ja, aber jetzt nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das hier. Da ist die Gesundheit komplett erhöht. Achso, jetzt ist es um 50%, glaube ich, erhöht. So, dann sind wir da fertig. Aber hat sich jetzt sonst irgendwas geändert? Ich spreche noch mal kurz. Jemand hatte sich im Zimmer verbarrikadiert. Okay, ist auch noch mal was anderes. Okay, gehen wir mal rauf. Da war ja noch irgendwas markiert mit Pfeilen auf jeden Fall. Also da hinten waren wir jetzt schon. Okay, warte, aber ich kann das jetzt noch nicht entfernen, oder? Achso, was geht hier? So, komme ich jetzt hier durch? Okay, sind wir noch verschlossen. Warte, dann gehen wir mal hier rein. Und ändere das dann. Ah, warte, da ist noch was. So, dann jetzt ändern. Okay, das ist gut. Noch ein Echo. Also Echo. Es würde Ihnen gut tun zu reden. Es war ein Initiationsritus. So haben wir unsere neuen Mitglieder vom Glauben überzeugt. Zwei von New Yorks Besten. Sie hatten sich einen Platz in unseren Reihen verdient. Und wir hatten etwas Besonderes für sie vorbereitet. Und etwas ganz Besonderes für Sie, Alex Casey. Wer ist Ihr Anführer? Alan Wake? Huh? Scratch? Zane? Geben Sie mir einen Namen! Sie werden ihn noch früh genug treffen. Die Verderbnis nahm kein Ende. Es passte zum Genre, also verwendete ich es. Okay, untersuche die Theaterhalle. So, wir haben ein neues Handlungselement bekommen. Dann nehmen wir das da mal hin. Ah,
Warte mal, das ist der Ofen. Der Theaterhalle, neue Szene. Okay, hier kann man was ändern. Oh fuck. Ach scheiße, nein. Oh fuck. Oh, lad nach, scheiße. Okay, der ist tot. Ich sollte mich erst mal heilen, würde ich sagen. Ja, okay, zuerst die Kleine auf jeden Fall. So, reicht das mal. Achso, das ist eben die andere Seite, oder? Okay, es bringt eh nichts, wenn man da zurückgeht. Ah, warte mal, ein Echo. Die urbanen Legenden, die sich um Thomas Zane rankten, waren ein Loch ohne Boden. Ich stellte einige Nachforschungen an. Für Filmfreaks war er ein mythischer Autor des Filmkunstkinos. Ein aufstrebender Star, der von Finnland nach Amerika kam. Aber er drehte nur einen Film, Tom der Dichter, bevor er verschwand. Genau wie die Hauptfigur seines Films, die er selbst spielte. Das größte Rätsel war sein verschollener Film, frühes Werk aus Finnland, Nightless Night, dem mystische Eigenschaften nachgesagt wurden. Manche behaupteten, es handle sich um einen Snuff-Film und der Ritualmord im Film sei ein echter Mord. Es waren keine verbleibenden Kopien bekannt, aber der Kult jagte den Film, als wäre es ihr unheiliger Gral, genau wie Wakes Bücher. Okay, dann gehen wir hier hin. Da sehe ich auch nichts. Ja, okay, aber ich verstehe nicht so ganz, was man das jetzt behängen soll irgendwie. Aber warte mal, ich kann das ja nochmal ändern jetzt. Achso, wir haben jetzt gar nichts da eigentlich dabei. Kommt das da mal hin? Sehen Sie sich an. Sie folgen Ihrem Meister ins Lala-Land. Ein trauriger Haufen Clowns in Masken und Kapuzen, die sich für einen Geheimbund halten. Vielleicht sind Sie es, der eine Rolle spielt, Mr. Casey. Eine, die genau auf Sie zugeschnitten wurde. Eine Marionette, die zum Ruhm des Kults blind dem Ritual folgt. Hm? Was zum Teufel haben Sie denn geraucht? Nightless Night. Ein Teil des verlorenen Films blieb erhalten. Sie werden sehen, Mr. Casey. In der Nightless Night werden Sie es sehen. Nightless Night war Zanes Film. Er war wichtig für die Geschichte.
Okay, neues Handlungselement. Boah, fuck, was ist denn jetzt los? Oh fuck, nein. Okay, warte, ich würde sagen, wir ändern das nochmal kurz. Oh fuck, das gibt's doch nicht, Mann. Ich weiß das sehen, Mann, scheiße. Ja, ich hab nichts mehr. Alter, dieser scheiß Gegner fucking nimmst du auf. Okay, da muss wirklich hin. Das Licht der Lampe erschien aus dem Bildschirm und enthüllte eine Tür. Oh fuck, nein. Zurück, zurück, zurück. Und das mal heilen. So, geht nochmal. Ja, okay, aber was bringt das jetzt? Ja, Alter, sie gehen ja fucking so extrem ab hier. Ah, auf der Seite, oder? So, jetzt sind wir ja richtig. Ja, warte, ich glaube, da ist irgendein Safe-Room oder so. Perfekt, dann können wir mal direkt hier speichern. Ah, da ist sie. Eine Blendgranate haben wir das auch wieder. Achso, okay, das ist eh wieder hier. Okay, das ist verschlossen, dann. Die Handlungstafel helfen. Ja, okay, müssen wir mal was ändern. Okay, ich würde sagen, nehmen wir erstmal das hier. Ah, geh aufs Dach und finde die Stelle, von der jemand fiel. Warte, ich glaube, da geht es jetzt weiter, oder? Das war ich vorhin, glaube ich, nicht da. Oder doch?
Also vorne ja schon. Aber wo kommen wir jetzt aufs Dach rauf? Warte, ist jetzt. Okay, das ist immer noch zu. Ja, wo komme ich aufs Dach auf, bitte? Ah, warte mal, dort ist irgendwas. Jemand war vom Dach in den Tod gestürzt. Auch nicht rein oder so. Hey, wie ich darauf komme, ich check das nicht. Bringt das irgendwas? Ah, das ist auch nochmal Echo. Ah, warte mal, von hier aus. Du glaubst doch nicht, dass wir uns für diese Initiation einen Finger abschneiden müssen, oder? Nee, wir werden bestimmt nur zeremonielles Zeug singen. Nichts Besonderes. Wird auch Zeit. Wir haben das unsere getan und zahlreiche Probleme gelöst. All diese Nullnummern, die Rutsche hinuntergeworfen. Es spielt keine Rolle, was wir getan haben. Wir sichern uns direkt einen Platz an der Spitze, Partner. Ja, wie Tote, die in den Himmel auffahren. Okay, das war's. Ich stand ganz kurz vor der Lösung. Okay, aber was bringt das jetzt? Das check ich nicht so ganz. Aber was ändert das jetzt überhaupt? Eigentlich gar nichts, oder? Ah, warte mal, die Schrift ist anders. Achso, das haben wir doch vorhin eigentlich gehabt. Oder? Ich glaube schon. In der Stadt der ewigen Nacht sahen sie den Film, in dem es keine Nacht gab, in dem sie sich in deinen Gedanken versteckt. Weiß ich immer noch zu. Na, können wir es nochmal ändern? So, das hat irgendwie schon gepasst mit dem Licht eigentlich.
Warte mal, da ist irgendwas anderes als eigentlich. Dann gehen wir noch mal ganz durch. Wie komme ich denn da jetzt rein? Das check ich mir nicht. Ah, warte mal, da muss ich ja... Na, warte. Jetzt nochmal das Licht nehmen. Dann komme ich ja so hier rein und jetzt nochmal ändern. Ah, perfekt. Dann hier nach oben. Dann so kommen wir aufs Dach auf, okay? Munition. Direkt nach oben. Die schmutzigen Cops sahen auf die Stadt hinunter. Ihre Stadt. Schändliche Taten hatten sie dorthin gebracht. In ihren... Scheiße. Okay, war nur ein Schatten, also kein richtiger Gegner. Okay, da geht's irgendwie wieder runter. Was ist hier drin? Achso, wieder ein Schutzraum. Da ist gar nichts drin jetzt. Das zu. Da ist auch nichts drin. Aber hier ist was. Ah, warte mal, hab ich was gesehen? Okay, ein Wort macht. Okay, warte mal, hier markiert alle Ressourcen und relevanten Orte auf Wakes Karte und da fügt Alan Starr schon aber eine Ladung hinzu. Wäre eigentlich beides gut. Ich würde sagen, wir machen mal das. Obwohl, das wäre eigentlich auch ziemlich gut, wenn alles auf der Map markiert wäre. Aber ist jetzt egal. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier bei der Leiter wieder runter, weil einen anderen Weg gibt es jetzt da eigentlich eh nicht. Nochmal speichern. Okay, da muss ich glaube ich wieder was ändern. Ah, da wird's das Echo hier. Keine Bewegung. Oder ich puste sie weg. Sie haben mich gefunden, Mr. Casey. Ich bin ganz Ohr. Na los, stellen Sie mir die brennende Frage. Wie haben Sie das gemacht?
Wie konnte ich in dem Ausschnitt sein, ohne mich daran zu erinnern? Reden Sie, verdammt! Sie haben den Film gesehen? Gut, dann sind Sie jetzt bereit für das Treffen mit dem Großmeister. Er erwartet Sie im Vorführraum. Dort werden Sie alles erfahren. Und er wird eine neue Realität auf diese projizieren. Und damit habe ich meine Aufgabe erfüllt, Mr. Casey. Nein! Verrückter Mistkerl! Warum ist er gesprungen? Der Vorführraum. Habe ich dort den Tatort entdeckt? So, wir haben ein neues Handlungselement. Wir müssen jetzt erstmal in den Vorführraum. Da sind wir noch zu. Also wir sind jetzt auf einmal. Auch. Du kannst sie nicht aufhalten. Boah, hinter mir, fuck, Alter, wo kommt denn der her? Scheiße, nein. Alter, scheiße, scheiße, scheiße. Geheime Worte. Der ist tot. Sorry, er hier. So, das war's. Ich brauch gar keine Munition mehr jetzt. Noch die Doppelläufe hier. Alter, der nächste. Oh, fuck. Ist der tot? So, noch 14 Schuss jetzt. Achso, warte, ich muss es nochmal ändern, oder? Jetzt ist die Tür wieder da. Scheiße, Mann. Alter. Wo sind denn hier, Mann? Alter, was? Was soll ich denn da machen, Mann? Da kommen ja so viele. So, dann... Am besten mit einer... Oder wir waren einfach durch, oder? Das ist nicht am besten, das ist einfach...
Was daneben los? Der ist sich tot? Doch einfach mal an. So, wir haben noch 5 Schuss jetzt. Ey, warum sind hier so viele Manche da rein? Alter. Hab ich da noch was drin? Alter, gar nichts.